Liebe Videofreunde, Petri Heil und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem weiteren Video hier beim Angler auf dem Kanal. Und was soll ich sagen? Ich habe ein Paket bekommen, ein Paket per Excellence von unserem, von meinem Lieblings-Ossi, von dem Daves und Movie Blaze. Der gute David hat ein Paket vor kurzem bekommen, richtig prall gefüllt mit Hardboxen. Ja, und das waren alles Filme und Hardboxen, wo er selbst sagt, schwierig, nee, ist gar nicht so seins. Und er hat dann in der Fucking Freaks Gruppe gebeten, sucht euch bitte ein paar Filme aus. Und das hat der Angler getan. Natürlich waren andere schneller wie der Angler. Ich hätte am liebsten alles genommen. Das war ein richtig geiles Video mit einem richtig geilen Material, was er da gezeigt hat. Das ist der absolute Wahnsinn. Ursprünglich wollte ich euch das Paket eigentlich öffnen am Wasser, aber vielleicht hört ihr es ja, es ist draußen am Regnen, am Gewittern vom Allerfeinsten. Und deshalb machen wir das wieder hier in den Heiligen Hallen und es ist wieder so warm, es ist so schwül, es ist so drückend und ja, an dieser Stelle, David, vielen, vielen lieben Dank nochmal, das ist der absolute Wahnsinn. Ich hoffe, ich wirkte auf dich jetzt nicht gerade unverschämt. Oh, ich konnte mich nicht entscheiden, das ist der absolute Wahnsinn, das ist wow. Auf jeden Fall an dieser Stelle, David, nochmal vielen lieben Dank. Du weißt und ihr wisst, leider habe ich viel zu spät damit angefangen mit Hardboxen und allgemein mit der ganzen Filmsammelei. Weil so auf den ersten Filmbörsen, das sind stellenweise schon die Hardboxen verschleudert worden. Hey, für 20 Euro vier Stück. Die Händler waren auf einmal froh, dass sie los sind. Ja, und jetzt auf einmal sind sie so gut wie verschwunden auf der Filmbörse. Und ja, und wenn jetzt mal ein paar schöne da liegen, hier wollen die aber auch was haben für. Ja, auf jeden Fall, das ist das Paket. Vom guten David. Jetzt muss ich gerade nochmal posen fürs Thumbnail. Ja. Ja. Wir machen den jetzt mal auf. Und ich möchte euch gerne mal zeigen, was der David mir hier geschickt hat. Das ist der absolute Wahnsinn. Absolute Wahnsinn. Die Dinge, okay, viele Leute mögen die nicht. Gerade besonders die großen Hardboxen. Weil die nehmen schon Platz weg. Also ist kein Geheimnis. Die nehmen stellenweise schon richtig Platz weg. Aber noch hat der Angler reichlich Platz. Noch. So. Oh. So sieht ein gutes Stück aus. Sehr gut verpackt. Jetzt hat der David mir noch gesagt, er hätte noch was anderes hier für mich liegen. Das würde er mir gern reintun. Ich dachte eigentlich damals, die stehen zum Verkauf. Und jemand anders aus der Fucking Freaks Gruppe war eigentlich schneller. Da habe ich natürlich Platz gemacht. Und ich wollte ihm die eigentlich auch abkaufen, aber jetzt hat er gesagt, er wird mir die noch reinlegen. Und das ist Gänsehaut pur, was das ist, das seht ihr schon. Gab es eine Zeit lang überall Lage drum und immer war ich so geizig. Und dann, wo ich gesagt habe, ich will sie haben, jetzt kosten sie auf einmal Geld. Natürlich hat der David, habe ich ihm auch meine Tauschkisten abfotografiert und der hat dann nur gesagt, Angler, behalt dann Scheiß. Naja, gut. Der Wille zählt. Und oh, guckt euch das an. Das ist der absolute Wahnsinn. Da sind zwar Filme dabei, wo ich weiß, oder wo ich denke, das sind wahrscheinlich schon Gurken, aber ihr seht es gleich selbst. Allein die Covermotive und Wunderbärchen, wunderherrlich schön. Hier die allererste große Hardbox von Afriko Adich. Was weiß ich, wie man das richtig ausspricht. Restaurierte Fassung, ein Film von. Guckt's euch an. In eine X-Rated Hardbox, limitiert auf 1000 Stück. Das ist die Nummer 187. Ich habe mir mal den Trailer angeschaut von diesem Film und ich kann nur sagen, ach du allmächtiger Gott. Oh, das kann ich jetzt sagen, da ist braune Nippels.
Schokohörnchen. ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Wirklich Wahnsinn. David, auf jeden Fall schon mal vielen, vielen lieben Dank. Das wird wahrscheinlich so ein Film sein, wenn ich in den Player haue. Dann sagt dann irgendwann Frau Angler zu mir, was guckst du da schon wieder? Ich geh ins Bett. Ja, läuft. So, als nächstes, guckt euch das mal an. Das ist der absolute Frau. Absolute Frau, wollte ich schon sagen. Absolute Knalle. Richtig geiles Covermotiv. Eine Jungfrau in den Krallen von Zombies. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich den Film kenne. Ich weiß es wirklich nicht. Auch von X-Rated. Da liegt ja ein Taschentuch drin. Ach so, ja, manchmal hat man das ist immer so. Ihr kennt das ja selbst. Große Hardboxen und die Festigkeit der Disc ist manchmal Katastrophe. Und hier war jemand, der hat auf jeden Fall mitgedacht. Der legt da so ein Taschentuch da rein und dann fällt nichts mehr hin und her. Wunderbärchen, kann ich das zeigen? Ja, gezeichnete Nippels geht ja, gell? Nur die Rückseite, die geht leider nicht. Guckt euch das schöne Cover mal an. Herrlich. Ich feiere das so dermaßen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal an solche Schätzchen mal rankomme. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Herrlich. Danke. So, dann haben wir das Geheimnis der blauen Diamanten mit Donald Pleasence. Ist ja dann der Hauptrolle. Ich kenne den Film absolut gar nicht. Der hat mir wirklich absolut nichts gesagt. Herrlich. Richtig schick. Richtig schick. Nur wie gesagt, hier den Film, der hat mir absolut gar nichts gesagt. Limitiert auch ja, auf 333 Stück. Ich habe die Nummer. Spielt das überhaupt eine Rolle? Ist eigentlich egal, oder? 31. Oder? War das so eine Collectors Edition, wo dann immer was anderes rauskam? Oder ist das die Limitierungsnummer? Ich weiß es nicht. Ich habe von diesem X-Rated doch, da habe ich ein paar. Ja, die haben auch diese Nummer. Hat nichts mit der Anzahl oder der Stücknummer zu tun. Hammer. Wie gesagt, ich kenne den Film absolut nicht. Sehr schön. Ah, ich sehe. Die X-Rated haben alle hier so Nummern. Okay. Ja, man lernt nie aus. Ich kenne das alles gar nicht. So, dann richtig schick ein weiteres Objekt für meine. Da seht ihr es da seht es. Es sind nicht viele. Von meinen CMV Trash Collection. Die Nummer 27, das Orakel. Film sagt mir auch überhaupt gar nichts. Rückseite, ja, kann man eigentlich zeigen. Blut geht ja, ne? Gedärm, überhaupt kein Problem. Auch, Wahnsinn, kenne ich absolut nicht. So, hier den Film kenne ich, da kommt demnächst nochmal eine neue VÖ raus, glaube in einem Mediabook sogar, hat mir einer zugesteckt, weiß ich nicht. Selbstverständlich habe ich den sogar schon in der Sammlung aus der Creature Feature Collection auf Blu-ray. Aber den Film mal in der kleinen Hardbox, der macht natürlich viel mehr her. Auch an dieser Stelle nochmal, David, Wahnsinn. Wirklich absolut genial. Mit Doc McClure, der sechste Kontinent, absolut. Ich habe als kleiner Junge diesen Film, ich habe ihn gemocht, so dermaßen. Meine Eltern hatten den mal auf VHS-Kassette, original sogar. Und ich weiß auch gar nicht, wo der Film abgeblieben ist. Schade eigentlich. Ich habe den rauf und runter geschaut. Herrlich. So, dann haben wir noch einen Film. Weiß ich auch nicht, ob der mir was sagt. Das Cover kenne ich definitiv. Müsste ich echt mal gucken. Ey. Auf jeden Fall, ich erwarte hier schöne Creature Feature Alien Gedöns Handmade Dingens da. Dark Universe. Richtig cool. Hammer. Auch in der Trash Collection.
Schön. Also von den Trash Collection halte ich immer noch so ein bisschen Ausschau, aber stellenweise, es sind nicht die besten Filme stellenweise in dieser Trash Collection. Aber manche wollen sich halt auch immer noch ganz gut bezahlen lassen, ne? So, dann haben wir hier Deadly Spirits. Sagt mir auch überhaupt nichts, aber sehr, sehr schick. Wahnsinn. Schick. Ich hoffe, man kann es alles gut erkennen. Tausend Dank. So, dann müssen wir erst hiermit anfangen. Ein Zweiteiler, Blutiger Highway mit 1000 PS in den Tod. Oh, da bin ich auch mal gespannt. Ich komme gar nicht mehr hinterher zum Gucken. Obwohl ich in letzter Zeit doch sehr viel gucke. Die Rückseite kann ich euch leider nicht zeigen. Da ist sehr viel nackte Haut. So, dann haben wir hier noch Blutiger Highway 2, Truck des Grauens. Also, die Covers sind wirklich spitzenklasse. Die Motive, schön gezeichnet, richtig schick. Hammer. Hammer. So, dann haben wir noch zwei Skinner lebend gehäutet. Cover kennt man ja. Aber den Film selbst auch noch nie gesehen. Spielt da jemand Bekanntes mit? Nein, leider nicht. Prima. Sehr, sehr, sehr schick. Oh, sogar die Nummer 1. Die Nummer 1 von der Trash Collection. Und zwar Hollywood Chainsaw Hookers. Da freue ich mich drauf. Auch mit Gunnar Hansen. Sehr schön. Erstmalig ungeschnitten. Prima. Also ich muss mich auf jeden Fall... Ich weiß gar nicht, wie weit sind die denn schon jetzt mit der Trash Collection? Die sind doch wahrscheinlich jetzt weit über 100. Weit über 100. So. Dann haben wir noch eine große Hardbox. Die Rache der lebenden Toten. Zu dem Film selbst kann ich auch nicht sagen, kenne ich nicht, absolut unbekannt. Rückseite, sehr viel nackte Haut, sehr viel Blut. Hammer, oder? Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Rückseite kann ich nur halb zeigen. Oh, was hat die denn? Ja, du Herpes, oder? So, dann haben wir hier Terror House. Wow. Weltweite DVD-Erstveröffentlichung. Auch wieder viel nackte Haut. Heieieiei. Ja, das sieht man gut mal gerne. Auch richtig schick. Richtig schick. Vielleicht habt ihr zu dem einen oder Film, zu einem oder zum anderen Film was zu sagen. Haut raus. Wahnsinn. Killing Birds Raptors. Uah. Da bin ich auch mal gespannt. Wahnsinn. Schick, schick, schick. Richtig schick. Zu dem Film selbst kann ich natürlich auch absolut nichts sagen. Absolut nicht. Verweste Zombies und was weiß ich, was dahinter steht. Drei Kugeln für ein Ave Maria. Spannung, Action, heiße Colts. Kenne ich natürlich auch nicht, aber ich dachte mal, so einen schönen, schönen Western. Ja, warum nicht? Warum nicht? Fantastisch, fantastisch. Davy, du machst mir so eine Freude damit. Wahnsinn. Unglaublich. Django, leck Staub von meinem Colt. Thomas Millian. Ach, den sagt uns was. Aber den Film, ich
Ich glaube, die sind richtig gut. Ich habe zwar davon noch gar nichts gehört, das sagt ja absolut nichts. Guckt's euch an. Guckt's euch an. Ich weiß gar nicht, wie ich dem David das wieder gut machen kann. Ich glaube, wenn wir uns irgendwann wird ja mal der Tag kommen, wo wir uns mal sehen. Ich pack dich mal unsittlich an. So, was ist das denn hier? Eine Erinnerungsfunktion. Die machen wir aus. Papa muss eine Pille nehmen. Ja, Knochenbrecher im Wilden Westen. Ja, ich habe den schon in der Sammlung mit einem Alternativtitel Der Mann mit der Kugelpeitsche auf DVD. Und jetzt habe ich den in der großen Hardbox. Das sagt mir natürlich eher zu, mit Klaus Kinski in einer kleinen, kleinen Rolle. Ich hatte ja schon erzählt, auf der Filmbörse in Neu-Isenburg, da hatte ich jede Menge Filme gefunden von Klaus Kinski in der großen Hardbox. Das waren alles so Erotik-Thriller. Klaus Kinski nur am Rammeln in den Filmen. Aber da wollten die stellenweise 20 Euro für so eine Hardbox haben und dann für einen Film mit Klaus Kinski war wahrscheinlich die letzte Gurke. Und da habe ich gedacht, nein, das ist mir zu gefährlich. Ich lasse die Filme lieber da liegen, wo sie sind. Aber vielleicht werde ich mal irgendwann mitnehmen. Was waren das denn für? Ich kriege die Titel nicht mehr beisammen. Der eine hieß auf jeden Fall Der Triebtäter. Kann das sein? Der Triebtäter mit Klaus Kinski. Ich muss gleich selber nochmal googeln. Auf jeden Fall in der großen Hardbox. Den hatte ich in der Hand. Ich wollte schon mitnehmen. Dann habe ich gedacht, nee, komm, Patrick, lass es lieber. Patrick, lass es, hör auf. Da hast du irgend so ein Gulasch da liegen und naja. So, und dann haben wir hier ein Halleluja für Django. Auch sehr, sehr gut. Bin ich auch mal gespannt. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sprachlos. Sprachlos. Weil wenn du so auf der Filmbörse rumläufst und das ist schon, ja, da musst du schon Geld in die Hand nehmen. Und an dieser Stelle erstmal vielen, vielen lieben Dank an den Spender, der das dem Dave zukommen lassen hat und der gesagt hat, könnt ihr unter euch fucking Freaks aufteilen. Das ist super, super lieb, nett von dir. Das ist der absolute Wahnsinn. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen lieben Dank, dass du dem David und allgemein den fucking Freaks das zukommen lassen hast. Vielen, vielen lieben Dank und danke David, dass du das mit uns geteilt hast. Das ist der absolute Wahnsinn und ich sage an dieser Stelle nochmal tausendmal Dank. Das ist wirklich keine Selbstverständlichkeit. Ich habe mich nur gefragt, warum hat der gute Kerl sich davon getrennt, von solchen Perlchen. Das ist der absolute Wahnsinn. Sie sind auf jeden Fall in gute, wirklich gute Sammlerhände. Ich bin am Überlegen, ob ich im halben Jahr gerade nochmal eine Roomtour mache, weil Es kommt hier immer mehr. Es kommt hier immer mehr rein. Das ist ja der Wahnsinn. Der Angler, Kaufsucht und ich fahre schon mittlerweile am Mediamarkt komplett vorbei. Ich halte am besten gar nicht mehr an. Dafür bestellst du dann doch mehr bei Amazon. So, und jetzt kommen wir zu einer Sache. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Wie gesagt, ich habe da immer eigentlich einen Bogen drum gemacht. Ich habe die Filme jetzt mittlerweile so oft in der Sammlung. Und der David hat es angeboten und jemand von den Faktenfreaks hat gesagt, nehme ich. Ja, das ist schade, hätte ich auch genommen. Und Wahnsinn. Und zwar diese Collectors-Editionen von Expendables. Ich meine, ich habe ja die Sylvester Stallone-Büste, habe die Filme im Steelbook, habe die Filme in der Keepcase und das ist der absolute Wahnsinn. Eigentlich sammle ich ja nicht unbedingt Filme mehrmals, außer jetzt wie bei Godzilla-Filmen oder jetzt bei sowas. Das muss einfach sein. Oder Alien. Ich weiß gar nicht, wie oft ich Alien hier stehen habe. Denken wir gar nicht drüber nach. Aber es gibt so gewisse Filme, Wahnsinn. Für mich muss ich ganz ehrlich sagen, gehört, das ist Expendables, das ist mit einer der besten Actionfilme überhaupt. Das ist ja Wahnsinn, was ich einen Spaß mit diesen Filmen habe. Besonders Teil 2. Herrlich. Guckt's euch an.
diese Hero Pack, nennen die sich. Und zwar bei dem ersten Teil ist nämlich diese Gürtelschnalle dabei. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich versuche das jetzt mal vorsichtig zu öffnen. Wunderbar, wunderbar. Ich weiß noch, wie die beim Mediamarkt lagen. Dann wollen die keine haben. Und dann haben die im Mediamarkt dann irgendwann verschleudert. Und dann habe ich mir dann doch gedacht, komm, jetzt hole ich sie mir doch. Dann waren sie auf einmal ausverkauft. Wie dazu ist. Hier ist auf jeden Fall das Steelbook drin. Mit Aufklebern und Tattoos. Hier haben wir das Steelbook. Ich meine, das habt ihr alle schon mal gesehen. So, und dann geht es jetzt hier weiter. Ich muss aufpassen, wie ich das hinlege. Ich würde anfangen, hier richtig abzukotzen, wenn jetzt hier die Dinge was drankommt. So, dann haben wir dann hier einen schönen Aufkleber drauf, drin. Drauf. Ja, hier ist ein Postcard. Dann haben wir hier, ich glaube, das waren so Tattoos, die man sich so selber irgendwo hinrubbeln konnte, gell? Ja, tatsächlich. So wird tätowiert. Ja, ich wollte mich eigentlich auch immer mal tätowieren lassen, aber ich traue mich nicht. Ich sage immer, mein Körper ist mein Tempel. Verflucht, verfallen und womöglich verflucht. Dann nochmal so eine Postkarte und nochmal eine Postkarte. Und dann natürlich ein richtig geiles Poster mit dem Covermotiv, was vorne auf dem Dings drauf ist. Auf dem Front-Artwork. Frontcover vom Steelbook. Ach, ganz aufgeregt. So, und dann haben wir dann noch diese Gürtelschnalle. Ich habe keinen Gürtel. Ich bin so fett. Schön. Wirklich schön. Schön, schön, schön. Wirklich ein schönes Steelbook. Habt ihr bestimmt alle schon 1000 Mal gesehen. Aber ich nicht. So, das tun wir gleich vernünftig einpacken. Und dann natürlich der zweite Teil mit einem richtigen geilen Lenti vorne drin. Hammer. Wahnsinn. Wahnsinn. So. Und dann mit diesem, ihr kennt ja alle das Motiv. Weiß ich noch nicht, ob ich das aufpacken soll. Aber ich weiß jetzt nicht, wohin. Das ist das Problem. Fleisch an die Decke, aber da kommt das nicht zur Geltung. Wo alle sitzen an dem Tisch, und als würden die das letzte Abendmahl zu sich nehmen mit den ganzen Stars. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist einer der geilsten Bilder der Filmgeschichte. Hammer. Dann das Magnetteil mit dem Lenti. Das sieht sogar richtig gut aus. Das kommt richtig gut rüber. Sogar über die Kamera, so wie ich das sehe. Ne? Hammer. Das Steelbook. Das kennt ihr ja alle, gell? Wer kennt's nicht? Und dann, was haben wir hier drin? Ja, die ganzen Charaktere auf Postkarten. Natürlich die Disc. Mit einem Innendruck sogar. Wahnsinn, Hammer. Ja, und die ganzen Charaktere, die da mitmachen, auf den jeweiligen, keine Postkarten, sondern ja, ein Charakter Guide. Stehen dann immer die Angaben, wer das also ist. Ja? Wie Lanes rechte Hand. Billy the Kid und so weiter. Wahnsinn, Wahnsinn. Ach, herrlich. Das sind VÖs. Das lobe ich mir. Und vor allem, die gab es überall zu kaufen. Ich weiß nicht, warum ich damals nicht zugeschlagen habe. Wollten, nächste Mal. Und dann waren sie runtergesetzt. Nächste Mal. Und dann waren sie ausverkauft. Und natürlich Expendables 3, auch in dem Hero Pack.
mit dem legendären, hochwertigen Zippo-Feuerzeug. Wahnsinn. Da könnte ich gerade wieder anfangen zu rare. Ja, aber wieder. Aber irgendwie ist Stallone mit der Ziga. Ah. Nee, nee, dann mit der Rauchweile, da haben wir ihn uns gelassen. So. Das Feuerzeug. Schick, schick. Wahnsinn. Auch mit einem richtig guten Lenti vorne drauf. Ah, kommt nicht so gut zur Geltung wie bei dem anderen. Hammer. Hey, macht er sich die Zigarette. Oh, die Zigarre. Ich würde ja gerne mal aufstehen, würde mal das Steelbook holen, was ich bereits habe. Da ist ein anderes Covermotiv. Da macht er sich kein Zigarett an. Da ist er, glaube ich, so. Ich weiß nicht. Ich kann jetzt nicht aufstehen. Ich habe keine Hose an. Was soll ich machen? Es ist warm draußen. So, dann auch nochmal schöne Aufkleber drin. Und ja, jede Menge Kärtchen. Sogar diesmal als Postkarte. Die ganzen Charaktere. Schick, schick. Wahnsinn. David, vielen, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Ich weiß, ich muss mich mal fragen, wer war das denn? Wer wollte die dann haben? Und ja, war das nicht unser Movie-Picker? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, auf jeden Fall habe ich damit gar nicht mehr gerechnet. Das hat der Kanal hat, ja, ich habe hier noch die Hero-Packs für dich hier liegen. Also ich, hä? Für mich? Ich dachte, jemand anders ja die. Naja, auf jeden Fall Wahnsinn. Ich habe es jetzt auf jeden Fall. Auch das bleibt in der Sammlung. Ich hüte das wie mein Dingens, wie mein Hühnerauge. Es ist in guten Sammlerhänden. David, nochmal vielen, vielen lieben Dank. Das ist der absolute Wahnsinn. Paket ist leer. Es ist wow. Da geht mir richtig die Hose auf, wenn ich das gleich einsortieren darf. Das ist der Wahnsinn. Ich muss zwar die ganzen Hardboxen umräumen, muss da die Fächer, die ganzen Mediabooks eine Etage tiefer machen, aber das ist egal. Das macht mir Spaß. Da halte ich mich jetzt stundenlang mit auf. Hey, die Filmchen, hier die paar Filmchen hier. Hey. Da bin ich gleich 2 Stunden am Einräumen. 2 Stunden. Mache ich mir ein bisschen Musik im Hintergrund an, ein bisschen David Bowie oder sowas. Und dann Dusche einsortieren. Wahnsinn, hier. Boah. Ich war beim Friseur. David, vielen lieben Dank und vielen lieben Dank an den Spender. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, David, dir hat das Video gefallen. Haut raus in den Kommentaren, wenn ihr irgendwas sagen könnt zu den Filmen, die ich in die Kamera gehalten habe. Bitte helft mir, wie gesagt, zu 95% kenne ich das alles überhaupt gar nicht. Spul von mir aus nochmal zurück, was ich alles so in die Kamera gehalten habe. Wenn ihr was dazu sagen habt, bitte schreibt mir das in die Kommentare, helft mir. Und absolute Wahnsinn. Und wenn ihr allgemein noch so CMV, Trash, was aus der Trash Collection habt, was wo ihr es habt, muss weg, braucht Platz, ich kaufe alles ab. In diesem Sinne, euer Filmangler, Horido.